Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Ich bin's, der Black, mit dem Dü hier zusammen. Der Dü haut schon wieder in die Tasten. Ja, ihr seht, ich habe auch eine neue Rüstung. Ich habe mal offscreen meine, die eine Rüstung, die ich hier an hatte. Hier, da unten ist er. Zumindest die Teile, die ich anziehen konnte, schon mal offscreen angezogen. Habe da auch auf den anderen Charakteren, deswegen ist das natürlich nicht in der Aufnahme, ein paar Verbesserungen, also ein paar Modifikationen und so weiter gebaut. Habe sie hier schon mal mit reingebaut, weil bringt nichts. Dem Dü habe ich auch ein bisschen was geschickt. Ein bisschen was habe ich sogar noch hier. Stärkearmierung. Zwei ungelesene Nachrichten. Er hat mir mal was geschenkt. Ja. Großzügig. Kannst du mal sehen. So, warte mal. Hä? Geht das hier? Ich glaube, Handel ging ja bei dir noch nicht, ne? Top. Nö, ich glaube nicht. Nee, dann muss ich dir die anderen Sachen, die ich ja noch im Inventar habe, auch mal schicken. Noch ist es aber nicht nötig. Kommt Ding ohne. Wir sind ja jetzt in einer Aufnahmesession. Ja. Hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, die ganzen Questen, glaube ich, gemacht. Wir hatten viele Questen gemacht, genau. Wir müssen die abgeben. Aber ja, hier drin haben wir noch eine, die wir noch zu machen haben, sozusagen. Wir müssen ja noch hier den Typen, wer es noch weiß, hier die alte hier, die Officer Anstis, hier hat uns ja gebeten, dort drin den einen Typ da zu verhaften oder zumindest den zu überreden, damit er sich stellt. Wobei, ich habe ja noch eine Quest normale Kriegsgebiete gespielt. Was? Ja, täglich, vereinstehen. Normale Kriegsgebiete gespielt, 1 von 2, dann habe ich die Quest auch fertig. Das heißt, wir müssen nochmal ins Kriegsgebiet. Ja, das können wir machen, oder wir machen es in der nächsten Aufnahme. Das ist mir egal, das ist auch eine wiederholbare Quest übrigens. Die kriegst du eh wieder. Macht ja nichts. Ja. Können wir auch machen. Ja, schön. Gut, so, wo muss man hin? Sag was an, komm. Dann, ne, erstmal, ich renne ja hier schon rein, ja, guck. Ja, mein Eric Jorgen quatscht schon wieder. Ich tue mich erstmal hier die Schmugglerhöhle entdecken lassen. Genau, wunderbar. Und dann, wo geht's lang? Ah, ja, der tötet dort drüben rein. Hier. Achso, Kriegsgebiet, willst du mit eingetragen werden? Ja. Gut, dann als Gruppelisten. So. Und schon sind wir wieder dann im Kriegsgebiet eingelistet. Mal schauen, was losgeht. Komm, hier lang, erstmal. Ja, ich bin da unterwegs. Du betrittst den Story-Bereich. Jawohl, du verlässt eine Ruhezone. Komm her hier, Gespräch. Kommst du her? Jetzt ist er da. Ich bin da. Ich musste nur noch mal draufklicken. Zoe! Ich muss mit Gambo sprechen. Utula Musta, wo grani tampio, du Pushiwompa. Giles Gachanaga Wanichika Kospa ini Kokate. Ich komme mit Gambo klar. Ihr werdet nicht verletzt. Gino Hagua Bontagu, Chubalong Haku. Tomicha kolkata magi ta us azalas ulval. Ni kakusha topo michuba. Ihr habt genug Leute verprügelt, Gambo. Ihr kommt mit mir. Yokoto crispo okabi no bata. So. Das übrigens ist ja ein Gemeiner. Ja, es gibt auch die Option, den quasi ohne ohne zu kämpfen rauszuholen. Aber ich wollte heute mal hier alle platt machen. Okay. Hast du dir jetzt böse Punkte eingesammelt? Nein. Na schade. Utula Musta, wo grani tampio, du Pushi Wompa. Punchi Mo! Ubancho nuli pais ti potoga. Abiska ku palia pitie potenia go. Ja, da hat das Insekt schon recht. So. Das stimmt. Das war's schon. Also wie gesagt, man könnte das auch friedlich in Anführungsstrichen lösen, aber so hat mein kleiner Arik auch noch ein paar Sympathiepunkte für mich bekommen. Ist auch nicht schlecht. Na, weil ich die richtige Option gewählt habe. So. Die soldatische Option. So. Okay. Warte mal, gibt es hier eigentlich einen Händler drin? Warte mal. Ne, hier gibt es keinen Händler. So, weiter. Ich brauche hier auch einen Händler. Hm? Ich brauche auch einen Händler. Warum? Warum nicht? Warum nicht? Guck her, jetzt können wir wieder mit der Dame reden. So. Ich weiß nicht, warum was ihr nicht gesagt habt. Aber ich wäre fast hinten übergekippt, als Gambo sich ergeben hat. Das Kommando wird die Gewalt sicher nicht begrüßen.
aber es ist nicht meine Schuld, dass er sich mit jemandem angelegt hat, ohne eine Chance zu haben. Ich sollte einen Sanitäter rufen, bevor ich bewusstlos werde. Danke für eure Hilfe. Ja, bitteschön. Eine Planetenauszeichnung. Juhu, Zugeneigungsgewinn plus 33, Sozialpunkte plus 14. Schön. Schön, ne? Schön. Absolut schön. Gut, dann gehen wir mal den ganzen restlichen Mist abgeben. Was ist denn da? Zerstörung der Kriegsdroiden. Ne? Achso, ne, wir machen erstmal hier lang. So. Ja, lang. Ja. Ich folge. So wie es sich gehört. Ja. Warum haben wir? Haben wir die nicht schon abgegeben gehabt? Hm? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Ja, wie gesagt, ist eine neue Aufnahme, insofern. Ja, komm her. Das geht jetzt recht, komm wieder. Da seid ihr ja. Rhea ist wieder da. Den Ahnen sei Dank. Was ihr Benehmen betrifft, Rhea ist offenbar verwirrt. Die Gilde scheint sie beeinflusst zu haben. Ach, das war die, dass ich die wieder zusammengeführt habe. Ja, genau. Ja, okay. Hauptsache, ihr seid wieder zusammen. Ich bin nur froh, dass alles wieder gut ist. Allerdings, in jeder Beziehung gibt es mal Probleme. So bleibt sie interessant. Ich werde Rhea zu meiner Familie auf die Heimatwelt schicken. Coruscant ist zu gefährlich für eine so hübsche Frau, wenn sie so leicht zu verwirren ist. Ich hoffe, dies drückt meinen tiefsten Dank aus. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Stets zu Diensten. Es ist schön, doch noch Mitgefühl zu finden. Lebt wohl. Hui, die Armpanzer des Kommandosoldaten sind auch besser als das Zeug, was ich gerade anhab. Dann nehme ich die natürlich annehmen. Stufe 14, yay. Ich noch nicht. Bei weitem noch nicht. Oje, mit dir. Du kommst auch nicht hinterher. So, erstmal den Armpanzer hier, zack. Warte mal, mal schauen, da kann der andere vielleicht für den Arik. Ja, genau. So. Okay, beide schön ausgerüstet. Ja. Hier drüben ist noch was. So. Sieh mal einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns nochmal wiedersehen würden. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsbandchips bekommen? Bist du das Wampa, was apportiert wurde? Nein. Nehmt diese Chips und vernichtet sie, Captain. Oh, das werde ich. Senator Bark wird enttäuscht sein. Aber Gesetz ist Gesetz. Selbst für Senatoren. Ich weiß, er hat wahrscheinlich mehr geboten. Aber ich kann zumindest den Standardsatz für eure Dienste zahlen. Ich bin schon froh, dass wir sie vor Senator Bark finden konnten. Da bin ich ganz eurer Meinung. Ich wollte mehr haben. Ehrlich, ja, das wusste ich. Ich kann mir kaum eine abscheulichere Technologie vorstellen. Ich muss viel Datenkram erledigen. Der Senator darf keinen Fehler im Umgang damit finden können. Aber seid euch meines Dankes gewiss. So, Gürtel des Kommandosoldaten. Auch wieder besser als der, den ich anhabe. Nehmen wir den natürlich mit. Und gleich anlegen. Zip. Und wieder Arik, der wird jetzt meinen tragen können, denke ich mal. Nee, der darf seinen behalten. Ich weiß nicht mehr, was meiner tragen könnte. Und deiner kann Droidenzeugs tragen. Droidenausstattung und sowas. Blub, blub, blub. Irgendwo hier war doch auch noch was dahinter. Ich hab das falsche gewählt. Was hast du gewählt? Schwere Rüstung. Ja, okay. Wo ist er denn? Lustig. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ey, du hast mich allein gelassen, Alter. Na, komm her hier. Ey, andere Seite. Hä? Wo? Du kannst auch da raus. Brauch die. Ach so, klar. Das sagst du immer so schön, ist nicht mein Spiel. Ja. Nee, geht schon eigentlich, aber. Und das ist sehr spielt. Die Männer haben mir berichtet, was ihr getan habt. Heldenhaft ist ja noch gar kein Ausdruck dafür. Oh ja. Wenn die Netzwerkterminals jetzt gesperrt sind, ist der Luftverkehr für die Gleiter wieder sicher. Jetzt müssen wir nur noch endgültig die Verbrecher verjagen.
Im Netzwerk gab es eine verschlüsselte Nachricht. Sieht nach einer Aufzeichnung aus. Lasst mich mal sehen. Das ist ein alter Code der Händlergilde der Migranten. Ich denke, ich kann ihn entschlüsseln. Mal sehen. Ihr habt unsere Freundschaft angenommen, Senatorin Kyle. Und unsere Credits. Es ist an der Zeit, sich zu revanchieren. Wir fordern lediglich die Wohnprojekte, die ihr unserem Volk versprochen habt. Jetzt. Euer Volk wird warten müssen, bis es an der Reihe ist, wie jeder andere auch. Ich schulde euch gar nichts. Wenn ihr mich weiter derart drängt, werde ich euch alle vernichten. Ich kann nicht glauben, dass ich Senatorin Kyle mit Verbrechern einlassen würde. Könnte diese Nachricht gefälscht sein? Das Gespräch wurde direkt zu ihrem Büro durchgestellt. Euer Erpressungsversuch ist gescheitert. Meine Leute drängen eure kleine Armee soeben zurück. Es ist vorbei. Niemand bricht eine Abmachung mit uns, Senatorin. Wir werden bekommen, was wir wollen. So oder so. Er bricht das schon. Das ist weit über meiner Kompetenzstufe. Ich werde nicht Rufmord an der bekanntesten Politikerin Coruscants begehen. Nehmt die Aufzeichnung. Ich will sie nicht. Wenn ihr diese Uniform tragt, repräsentiert ihr die Ideale der Republik. Freiheit, Integrität und Wahrheit. Niemand ist besser geeignet, die Situation zu lösen als ihr, Jedi. Ich weiß, dass ihr die Wahrheit finden werdet. Senatorin Kyle hat für Coruscant Großes geleistet. Sie ist eine große Frau. Gebt ihr eine Chance. Meine Männer und ich bleiben hier unten. Ihr solltet euch zurück zum Senatsgebäude begeben. Ui, hier geht's aber ab hier. Aua. Wir unterhalten uns ganz gemütlich und schlagen noch die Bomben nebenbei ein. So, na gut. Okay, ich würde sagen, dann werden wir das eben damit der Senatorin selber klären. Folgst du mir? Ja, du folgst mir. Ja, ja. Ich bin unterwegs. Auf dem richtigen Pfade. Vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich ja nicht auf dem richtigen Pfade. Wer weiß das schon? Wer weiß, wer weiß. Hui. Jupp. Hui. Selber hui. Hui mich nicht an, du. So, gut, dann würde ich sagen, wir müssen dann hier rein. Hopp, huch. Guck mal, hier steht ein... Das sieht ja irgendwie ähnlich. Der sieht ja irgendwie ähnlich. Also, der Robo, nicht du. Der Droide. Die sieht mir ähnlich, ja. Da hast du recht. Real Life. Ja, untenrum vielleicht. Hä? Hecken erstmal. Ne? Warte. Ja, ja, genau. Okay. Ein versteckter. Hecken, ich hatte was zum Hecken. Das ist übrigens, was hier anzunehmen ist, ist wieder die Dingsbums-Quest hier, die Helden plus 2, die wir schon gemacht haben. Wir lassen sie erstmal da. So, was habe ich ja? Ah ja, das von ist auch schlecht, von einem von meinen Charakteren. Ja, es ist teilweise nur zum Probieren. Du kannst es halt erstmal nehmen. Oh, warte, ich schicke dir gleich noch mal ein anderes Zeugs. So, warte mal. Was ich das rausschmeißen soll. Erstellen an. Ich will das mal eigentlich. Kann ich nicht was verkaufen? Irgendwo muss der Verkäufer sein. Muss ich gucken. So, erstmal hier, SDAG plus C, dann kopiert das nämlich. Brauche ich das nicht jedes Mal neu eingeben. Dann, was wollte ich nicht schicken? Das Teil hier. So, kann er erst ab 15 einlegen, aber ist ja egal. Dann hier SDAV. Stärke, Armierung, senden. SDAG plus V. Stärke, Armierung, senden. Schick hier. SDAG plus V. Hallo! Ja, ja, geht gleich weiter, macht doch nicht. Ist da hin, jemand? Was denn? Oh, go. So, alles gesendet. Was ist denn, du? Nee, ich suche einen Händler. Ich hab mir hier draußen gesucht. Aber, hier sagen wir keinen. Ne, draußen ist. Ach so, dann schreit er da. Ne, ne, müssen wir so zurückreißen. Du kommst im Senatsgebäude gibt's auch noch ein Dings. Oh, ich kann ja. Hab ich ganz vergessen, den Fähigkeitsbaum noch erweitern. Mal gucken, was nehmen wir denn? Feldausbildung erhöht die Schärfe. Nehmen wir das. So. Cool. So, ich hab auch noch zwei wieder. Dann mache ich passiv. Ja, passiv. Ah, zwei habe ich? Zwei. Ich hab nur einen.
gerade zwei noch übrig, dann habe ich einen nicht gesetzt. Warum kann ich nicht übernehmen? Kann auch nicht übernehmen. Ach so, weil ich im. Wir sind im PvP-Spiel, da geht das nicht. Also machen wir das später. So. So. Okay. Deswegen. Dann würde ich mal sagen, machen wir aber jetzt auch erstmal später die Folge zu Ende. Nämlich okay. Jetzt. Tschüss. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.